mit TTA Jagdreisen in Südostpolen. Diese wunderschöne Landschaft ist durch die extrem guten Böden mit teilweise über 90 Bodenpunkten geprägt. Und das Ergebnis einer derart strukturreichen Landschaft auf so unglaublich guten Böden mit hohem Kalkanteil sind kapitale Rehböcke. Diese Grundvoraussetzungen, gepaart mit einem sauberen Rehwildmanagement, resultieren in den stärksten Rehböcken Osteuropas. Natürlich sind auch hier solche Trophäen von über 7 oder 800 Gramm nicht die Regel, aber ein 400 Gramm Bock ist hier eher ein Durchschnittsbock. Und da auch wir uns das nicht so richtig vorstellen konnten, waren wir gemeinsam mit TTA Darek zur Rehbrumpf 2022 dort, um uns das mal genauer anzusehen. Kann ein Junge Gabler kommen? Kann ein Junge Sachse kommen? Und direkt nach Dareks Einweisung und einer kurzen Pirsch wurde es auch schon spannend. Alter. Was ist das denn für ein Bock? Der kann's nicht orten. Jetzt keinen Bock, den ich nicht schießen will. Also Leute, hier steht ein Bock vor mir. Ich denke mal 450 Gramm. Wirklich, der ist Wahnsinn. Aber meiner Meinung nach ist er zu jung. Ich habe Angst, dass mir der polnische Jagdführer gleich erklärt, dass ich ein Vollidiot bin. Aber mir ist der zu jung. Darf ich mal gucken, Paul? So ungern ich meinem Bruder recht gebe, aber das ist ein dreijähriger Bock. Nee, Paul, das sehe ich auch nicht ein. Also, von der Qualität her im Bock, boah. Der in 2 Jahren? Oder der in 4 Jahren? Der hat 2 solche. Wunderschöne Rosette. Wahnsinnsbock. Na komm. Geisteskrank, ne? Weiter. Hier, Paul. Danke. Wo kommt die Ricke? Das war er. Das war er. Ungerade Achter. So. Komm langsam, ey. Komm langsam. Der ist so rauf. Schade, dass er weg ist. Hey, dann müssen wir. Komm.
faul. Ja, Leute. Darek wollte den Platz verlassen, weil hier nichts geht. Und dann steht auf einmal der Bock da. Also ich kenne mich ja nicht aus mit Riesenböcken, aber ich denke mal, der hätte so 500 Gramm. Würde ich jetzt mal so schätzen. Könnte so rauf. So ein Siegerwörsch oder so. Bin hier ein bisschen perplex gerade. Ich weiß nicht richtig, wie man hier agieren soll. Weil das sprengt einfach jeden Rahmen gerade. Ein Rehbock, Goldmedaille, 100%. Das ist der Höhe. Goldmedaille, 100%. 700 Gramm. Schießt die jetzt? Ich hole die jetzt gerade. Nein, warte. Wir ändern nochmal die Bock. So, jetzt gehen wir hinter die Kante. Ja, ich weiß. Aber wo soll er hin? Es sind überall Stoppeln außen rum. Warum schießt du jetzt nicht? Bereit? Ja. Es war klar, dass ich mir den Kopfhörer nicht aufsetze, oder? Ja. Das hatte ich mir schon die ganze Zeit gedacht, aber ich dachte, jetzt lässt ihn schön im Anschlag. Ja, ich brauchte auch eine gewisse Ruhe, muss ich sagen, weil in mir war sehr viel Unruhe. Ich habe einfach sowas von um Längen mein allerstärkster Rehbock, auf den ich jemals geschossen habe. Das ist ungefähr so 200 Gramm Unterschied, sag ich. Na, schade, dass der Wind so schlecht ging, dass er uns direkt spitz hatte. Ne? Genau, ich glaube, der wäre gekommen, der wäre gesprungen, aber der Wind geht hier genau runter und das ist ja klar. Und du hast auch richtig gesehen, wie er Wind gekriegt hat ja. Und wie er dann keine Lust hatte und wie er dann auch so ein bisschen weg wollte. Ne? Ja. Deswegen, auf so einen ganz starken Bock muss man seine Chance nutzen, weil zu oft sieht man ihn nicht. Jetzt gehen wir mal rein. Das sind ja wie Cola-Dosen. Bist du narrisch? Bist du narrisch? Paul, das ist 700 Gramm. Nein, ist es nicht. Es ist 500 Gramm, aber... Das ist ja komplett krank. Das ist ja komplett krank. Paul, das sind Cola-Dosen dicke Stangen. Was soll ich da sagen? Ich weiß es nicht.
Jetzt hast du mich mal um Längen überholt. TTA Daumen nach oben. Das gibt's doch gar nicht. Guck mal hier, das ist ein Fernglas. Die stand ungefähr so dick wie mein Air Range. Das ist ja wirklich so. Zeig doch nochmal daneben. Das ist doch verrückt. Dreh mal das Haupt. Boah. Nicht mehr normal. Das Buhr. Widziałeś, co tu jest? Was habe ich getan, du? Ist gut. Wir sind in Spanien. In polnische Spanien. Manometer. Oh, cool. Ile on ma? Ja, jetzt liegt er hier auf den Rapsstoppeln, da wo ich ihn erlegt habe. Darek, vielen, vielen Dank für alles, dass du ihn mir jetzt auch nochmal so geschmückt hast, meinen ja, bisherigen Lebensbock. Unfassbar, unfassbare Trophäe, wunderschöne Jagd. Darek, vielen, vielen Dank. Also man muss schon sagen, Max kann glücklich sein, dass er so einen Jagdführer hier hat, der seine Gäste mit sowas beschenkt. Das ist doch unglaublich. Ich denke, dass er ist glücklich, aber ob ist, dann kann man noch nicht jetzt sagen, aber dann sehen wir. Ja, Weidmann Seil, Paul, das ist was, ich bin sprachlos. Sowas habe ich schon ein paar Mal gesehen, aber wenn der liegt, das ist ja was anderes. Ne? Wenn wir so Nacken sein, das ist wirklich sprachlos. Weidmann Seil nochmal, Paul. Ich freue mich sehr. Weidmannstag. Ich weiß gar nicht, sehr gut, wie man das sagen soll, wie sie richtig freuen. Genau. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir noch keine Ahnung, was wir da eigentlich erlegt haben. Lediglich unser Jagdführer ahnte bereits, dass es sich um einen Rekordbock handeln könnte. Erst nach dem Abkochen wurde uns klar, dass dieser Bock mit über 188 CIC-Punkten und einem Gehörngewicht von über 650 Gramm netto so kapital ist, dass er womöglich in Warschau bleiben müsse, um dort offiziell bewertet zu werden. Doch vorher jagten wir nochmal auf den Bock, den wir an diesem Morgen bereits in Anblick hatten. Irgendwie hatten wir das Bauchgefühl, dass dieser Bock nochmal eine ganz andere Hausnummer wäre. Als wir in das Biotop gepirscht waren, ging bereits alles sehr schnell.
Platte. Mac! Alter, ich hab grad so krass Jagdfieber, dass ich nicht stehen kann. Mir ist übel. Das habe ich mein Leben noch nicht gesehen. Das ist zu viel für mich. Das, Alter. Was du für ein Mehl hast. Ich gucke ihn mir so an. Sechser. Und ein kleiner Extra-Pieker, was man so als klassische Vereckung zum Achter kennt, nach hinten. Denkst du, jo, ungerade Achter. Dann dreht er sich. Dann sehe ich, dass er auf der anderen Seite, ganz oben in der Hauptstange quasi noch eine kleine Vereckung zur Seite hat. Ich so, oh, gerade Achter. Dann dreht er sich wieder und dann sehe ich, dass auf der anderen Seite unter der Vereckung nach hinten noch so ein Ende nach hinten geht. Ich so, oh, ungerader Zehner. Dann dreht er sich wieder, dann sehe ich, dass auf der anderen Seite die Fahne gegabelt ist. Ich so, oh, ungerader Zehner. Und dann dreht er sich nochmal und ich denke so, es gibt ja kein ungerader Zwölfer. Also wenn ich mich nicht vertue, ist es ein ungerader Zwölfer. Mit, keine Ahnung, also dicken Stangen und riesig hoch auf und riesig im Wildbrett. Und hey, das ist ein Rickknochen. Boah. Ey, ich hatte so krass Jagdfieber gerade. Ne? Aber ich hab dann, letztendlich, er zog dann ja los und ich hab dann blitzsauberes Blatt frei gehabt. Du bist ja ein bisschen tiefer als ich, Paul. Das haben wir aber gesehen, dass das. Ja, also ich hatte das Blatt schön sauber frei und. Komm, gehen wir mal. Lass es da hingehen. Ich will nicht abwarten. Das ist zu viel für mich. Hin zum Bock. Hin zum Lebensbock. Was ist das? Das ist ein Traumbock, alter Vater. Was ist das denn? Was ist das denn? Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ungerader Zwölfer. Keine Ahnung, ich habe schon in meinem Leben schon einige Rehböcke geschossen. Auch schon viele starke. Auch abnorme. Aber dieser Bote übertrifft einfach alles, was ich mir in meinen kühnsten Träumen jemals hätte vorstellen können. Meine Herren, ist das ein Bock. Vor allem, wie ich ihn mir angucke im Zielfernrohr, mit jeder Minute so ein neues Ende entdecke. Jedes Mal, wenn er sich gedreht hat, habe ich ein neues Ende entdeckt. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Darek, ungerader Zwölfer, ne? Dann der stille Abschluss und dann noch fast, was er jetzt tut. Das ist nicht normal. Das ist wirklich Darek, nicht normal. Nee. Wie ein Zitter. Was machen deine Hände?
kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals in meinem Leben jeweils wieder einen Bock dieser Klassisch erlegen kann. Da ist Ruhe. Also ich muss ehrlich sagen, mir geht es gerade gar nicht gut. Ich bin so aufgeregt, ich habe so krasses Jagdfieber, dass es mir übel ist. Das gibt's doch gar nicht. Du Arschback. Darek. Den hätten wir vorhin fast angeblattet geschossen. Ja, fast. Aber es war klar, so einen muss Gerold schießen. Der war für Gerold, nicht für dich. Oder? Ja, ist so. Und nichts abgebrochen, gar nichts. Das ist auch kein uralter Bock, aber der ist 5. Ja. Also 4 Mini. Ich kenne mich jetzt hier auch nicht aus mit dem Abschliff der Rehböcke hier, aber ich würde schon sagen, dass der 5 ist. 4 Minimum, eher 5. Und das ist einfach nur das. Also, das ist für mich die Definition von Lebensbock. Und wenn man so einen Bock schießen will, keine Ahnung, dann muss man einfach nach Südostpolen. Ich meine, ja, es gibt solche Böcke auch in Schweden. Ich habe es auch noch nicht gejagt. Aber also wenn man wirklich einen Lebensbock schießen will, dann muss man hierher kommen. Das geht gar nicht anders. Ich meine, guck dir das eine an, was Paul und ich hier heute Morgen erlebt haben. An einem Morgen 2 solche Böcke. Boah! Was macht Max mit uns? Ja, davon kann erstmal eine Replika in die TTR Hunting Lodge. Das fürchte ich auch. Das Original wird eingezogen. Ich denke, ja. Meinst du? Ich denke, dass die Replika kriegst du. Darek, komm her, du! Hey, das ist gut. Ich bin genauso aufgeregt wie du, also... Sowas habe ich im Leben nicht noch gesehen. Das ist doch nicht normal! Darek, du musst dir vorstellen, ich gehe in Anschlag, ich entdecke so den Bock, gehe in Anschlag und dann ist er gerade schön breit und ich so, jo, und gerade 8. Genau. So, und dann dreht er sich, äugt uns an, dann sehe ich dieses Ende hier. Ja. Und ich habe dann zuvor gesagt, ja, ist ein ungerader Achter. Dann sehe ich das hier, jo, ist ein gerader Achter. Dann dreht er sich wieder, dann sehe ich das Ende. Ja, wobei, ist das jetzt ein Ende? Nee, ist eine Perle. Ist eine Perle. Auf jeden Fall sehe ich das hier und sage zu Paul, ungerader Zehner. Dann dreht er sich wieder und dann sehe ich das Ende hier. Und ich sage zu Paul, nee, ist ein gerader Zehner. Und dann dreht er sich von hinten, dann sehe ich das Ende hier. Und ich so, es ist ein ungerader Zwölfer. Und da langsam kann ich jetzt durcheinander mit dem Zählen. Und ja, jetzt langsam habe ich mich ein bisschen akklimatisiert. Ich finde jetzt langsam Worte. Darek und der Jagdführer sind jetzt schon los, das Auto holen. Eigentlich muss ich immer noch sprachlos sein. Ein ungerader Zwölfer, der Bock, ich schätze ihn auf 5 Jahre. Ja, wir pirschten hier in diese, durch eine Hecke in dieses Weizenfeld und auf einmal ragte das Rehbockhaupt raus. Ja, danach kam für mich eigentlich nur noch Jagdfieber, bis der Bock dann irgendwann breit stand und ich schießen konnte. Unglaublich, ein unglaublicher Bock. Ich kenne mich mit Böcken dieser Klasse nicht aus. Riesig. Und jetzt habe ich eine Weizenspelze im Hals. Kommt davon, wenn man Weizenkörner nascht. So, nee, wird schlimmer. Willst du das normal drehen, Paul? Wieso? Ja. Ich habe halt so eine Minute, bevor wir das hier gerade gedreht haben, hier so eine Weizenähre so in der Hand zerrieben und mir ein paar Weizenkörner in den Mund geworfen und auf einmal habe ich so ein Ding im Hals hängt. Nee. Altes Weizenschwein, Alter. Geht ja gar nicht. Wirklich, TTA Jagdreisen, TTA Daumen nach oben. Ein ungerader Zwölfer, der Jagdführer schätzt ihn auf 600 Gramm plus. Ich möchte mich nicht mehr auf Gs festlegen, weil ich festgestellt habe, dass man sich da viel zu oft vertut.
Ja, wenn du gut in dem Bereich haben wir auch gar keine Ahnung so. Genau. Ich meine, wenn du sowas noch nie gesehen hast im Leben, willst du dann darüber quatschen? Genau. Südostpolen, riesige Rehböcke, wunderschöne Landschaft, super nette Leute. Jagdreise vom Allerfeinsten, oder Paul? Mhm. Kann man so sagen. TTA Daumen nach oben. TTA Daumen nach oben. Nahspur aus Südostpolen. Diese beiden Goldmedaillenböcke sollten wohl Beweis genug sein, dass es in Südostpolen wirklich kapitales Rehwild gibt. Der sauber vereckte, ungerade Zwölfer, welcher irgendwie mehr an einen sibirischen Rehbock erinnert, aber definitiv keiner ist, lässt wohl jedes Rehwildjägerherz höher schlagen. Fertig abgekocht und bewertet brachte es dieser Bock auf 540 Gramm netto bei 150 CIC-Punkten. Das sind Dimensionen, die auf deutsche Jäger fast schon surreal wirken, doch hier irgendwie niemanden verwundern. Ganz besonders nicht unseren Jagdführer Darek, der seit über 28 Jahren zur Jagd geht und seit 25 Jahren Jagdgäste auf Rehböcke führt. Seinen Schätzungen zufolge waren das über 1000 Bockerlegungen, die er begleitet hat. Und er meint, dass über 50% der mit ihm in Südostpolen erlegten Rehböcke in der Medaillenklasse sind. Doch selber hat er noch nie einen so kapitalen Rehbock erlegt. Höchste Zeit also, das zu ändern. Also Zukunftsbock. Junger Bock, ja? Jawohl. Dem lassen wir. So, heute Abend gehe ich mal mit Darek los. Wir versuchen einen Medaillenbock für Darek zu schießen. Du hast schon so viele geführt in deinem Leben, aber selber? Selber habe ich noch nicht geschossen. Keine Medaille. Also ich denke, jetzt kriegen wir eine. Jetzt haben wir eine entdeckt. Müssen wir über diese Berg durchpirschen. Und da hinten soll ja das sein. Sehen wir. Zeigen wir euch, wie ich euch das. Ich freue Darek, mich auch. Den schießen wir jetzt. Danke dir. Gar kein Problem. So Leute, ihr habt es gerade gesehen. Darek spricht ja sehr, sehr gutes Deutsch, muss man sagen. Und natürlich auch Polnisch. Aber er versteht kein Englisch. Und Gerold und ich, wir hätten so eine Aktion jetzt Quick and Dirty genannt. Das heißt so viel wie schnell und schmutzig. Okay. Und ich würde sagen, das war Quick and Dirty, schnell rüber beim Berg. Und der Bock stand einfach nur perfekt auf, ja, wie weit waren es? 116 Meter war das. 116 Meter, also. Ja. Da kann man ihn treffen und der hat einen guten Schuss hinterm Blatt.
Ich freue mich für dich, Darek, und da gehen wir jetzt mal hin. Ich bin, weißt du, wie ich froh bin, dass ich konnte mit dir das zusammen machen. Das ist der erste Mal in der Medaillenburg, ist ja mit Paul, ja, von Hantel Brothers. Also wirklich vielen, vielen Dank. Darek, ich freue mich unfassbar für dich, weil das ist wirklich so, wenn man so Berufsjäger ist, sozusagen wie du, man ist viel auf Yacht, aber selber ist man halt nie dran. Genau. Und heute Abend haben wir gesagt, Darek, wir haben so viel erlegt, jetzt bist du an der Reihe und ja, ich freue mich. Ich freue mich auch, genau. Danke, jetzt gehen wir hin. Zeig Porsche, verdammt. Mach Farbe, flug dich, nimmst du. Ja. Da ist er schon? Da ist er schon. Direkt unten, so eine Steier ist in Ordnung, ne? Sehr. Paul, jetzt kommt das Moment. Boah, Alter. Boah. Geil. Ist das ein Bock. Schön. Ich bin so zufrieden, also ich kann dir das nicht zeigen, aber wirklich, vielen Dank, vielen Dank. Wir haben ja alle zu danken hier. Schön. Nee. So, hier, schöne Enden. So schwarz ist der, ne? Ja, ich glaube, also du siehst, ja, ich finde, ja, wie soll ich sagen, er hat halt echt Länge, ne? Länge und von oben bis unten gut dick und er sieht irgendwie schwer aus. Ich weiß nicht warum, aber er sieht schon, ja, schon schwer aus. Aber was da kommt, dann macht die Kommission. Genau. Die Rosen sind ja ganz tief gelegt, kann man sehen. Ja. Also das ist ja schon auch ein älteres Bock, aber von alle ist das normale Abschussbock bei uns in Kohlen. Select. Select, genau. Unvorstellbar eigentlich, aber ja, ist so. Ja. Schön. Das Bur Darek. Das Bur. Tete Adam nach oben. Tete Adam nach oben. Jawohl. Schön. Weidmanns Heil, Darek, zu deinem ersten Kapitalbock. Wir hoffen, dass du lange Freude an diesem Gehörn hast, welches von der Kommission vermessen und auf ein Trophäengewicht von 450 Gramm gewogen wurde und somit eine Silbermedaille erreichte. Leute, ich bin heute Abend mit. Und da dieser Bock schon am sehr frühen Abend zur Strecke kam, wollten Paul und Darek den Abend noch nutzen, um ein weiteres Mal auf die Pirsch zu gehen. Dafür tauschten sie aber nochmal die Waffen. Und schnell hatten die beiden Anblick. Mir ist völlig klar, dass der maximal 2 oder 3 Jahre alt ist und das bei bestimmt 380, 400 Gramm. Also kommt das überhaupt nicht in Frage, den zu erlegen. Ja. Doch nur wenige hundert Meter weiter stand bereits der Bock, den die beiden suchten. In polnischen Revieren ist es übrigens nicht unüblich, an einem Jagdtag gleich mehrere Rehböcke zu erlegen. Nein, ganz im Gegenteil, die Jagdführer sind sogar sehr froh darum. Grund dafür ist, dass diese Reviere mit einem Intervalljagdkonzept bewirtschaftet werden. Und Intervalljagd bedeutet, in möglichst kurzer Zeit eine hohe Strecke zu erreichen. Nach neuesten wildbiologischen Erkenntnissen ist das die fürs Wild schonendste Art zu jagen. Und so erlegten Paul und Darek an diesem Abend 2 Rehböcke, welche beide mit einer Silbermedaille bewertet wurden. Außerdem sollte man erwähnen, dass die Reviere hier zwischen 5 und 20.000 Hektar groß sind und dementsprechend große Abschusszahlen erreichen müssen. Und so ging es am nächsten Morgen wieder zur Jagd, wobei ich an diesem Morgen die Waffe führte. Und der erste interessante Bock kam bereits von der Landstraße aus in Anblick. Und deshalb mussten wir den Bock nur sehr kurz angehen, ehe es schon passte. Ich bin drauf. Okay.
jetzt. Liegt nicht. Liegt, hast du ihn runtergehen sehen? Also Leute, ich habe gerade einen Bock beschossen. Wir wollten hier an dieser Stelle blatten, weil der Jagdführer meint, hier geht ein interessanter Bock. Dann kommen wir an der Stelle an, dann ist der Bock auch schon in der Fläche, reagierte überhaupt nicht aufs Blatten und hier ist direkt eine Hauptstraße, die fuhren die ganze Zeit Autos, das hat mich mega genervt. Und naja, dann stand der Bock da, dann habe ich geschossen. Und dann zeichnete der Bock und ging ab in den Weizen und ich hatte die Befürchtung, dass ich ihn nur krank geschossen hatte, weil er schlecht zeichnete und ja, schonend abging. Deshalb sind wir sofort losgerannt, um die Entfernung zu verkürzen für einen eventuellen Fangschuss. Aber jetzt gerade habe ich den Bock umfallen sehen. Also, ich glaube, das passt. Ah, gehen wir mal hin. Mein dritter Südostpole, ein ungerader Achter. Ich denke, 6 plus. Warte. Braucht lange zum Schaffstellen. Immer noch, jetzt. Klasse. Und mein Schuss. Ah, okay. Also der Schuss ist gar nicht schlecht. Hat den einen Lauf getroffen, ist soeben noch in der Kammer. Alles gut, der ist halt jetzt auch ja, 60 Meter gegangen, das gibt's einfach. Aber klasse Bock. Das freut mich. Super. Also wirklich dieses Revier hier in Südostpol, das ist Wahnsinn, was man hier an interessanten Böcken schießen kann. Wahnsinn, da kann man nur sagen, TTA Daumen nach oben. Was ist das? Ach du Scheiße. Warte mal, zeig. Ja, das zeigt doch echt. Geil. Ah, nee. Hast du das gesehen, wie es wegstieg? Ja. So, ich konnte das nicht sehen. 6 Pferd. Ja, gleich. Das Board. Schön, Daniel. Das Board, da geht es. Das ist was Schönes hier. Vor allem uralt. Oh. Uralt. Stare. Stare. Ja. Ich hab mir gerade einen Rapsstängel in den Popo gepiekst. Top. Ja, guck mal, da kann man sich nicht sehen. Ja, sieht man so. Ohne die Zähne. Also, Weidmanns halt nochmal. Weidmanns Dank, Darek. Hat sich gelohnt, morgen aufzustehen. Ne? Auf jeden Fall. Und nicht so lange feiern. Schön. Also, ich hab das hier gesehen. Ja. Und ich habe vermutet, dass hier noch irgendwas ist. Das konnte ich aber nicht genau erkennen. Aber ich dachte mir auch so ganz ehrlich, auf was willst du warten? Das ist ein reifer Bock, ein 6er, ein guter Bock. Und ja, mit der tiefer gesetzten Kampfsprosse hätte es mir eigentlich schon vollkommen ausgereicht, dass ein toller Bock ist. Und naja, das ist ein extra Ende hier. Ja, schön. Hier so ein Gabel und die Seite 6er. Ja, die Fahnen sind halt auch super, ne? Ja. Super Fahnen. Tolle Farbe. Das Bohr. Das Bohr. Das Bohr. Der A-Daumen nach oben.
doppelter DDA-Daumen nach oben. Gerold, du auch. Guck mal, ihr habt jetzt so viel Daumen oben, wie der Bock Enten hat auf einer Seite. Naja. Direkt glücklich. Okay. Dass bei TTA-Jagdreisen immer wieder abnorme Trophäenträger wie dieser erlegt werden, hat mehrere Gründe, die zusammenspielen. Zum einen die unvorstellbar große Fläche. Darek begleitet hier in Südostpolen Jagdgäste auf über 150.000 Hektar. Auf einer so großen Fläche gibt es natürlich auch viele Rehe. Und wo es viele Rehe gibt, gibt es auch viele Böcke. Und einige davon sind nun mal abnorm. Und an dieser Stelle greift der nächste Grund. Die meisten passionierten Rehwildjäger, die eine Jagdreise wie diese unternehmen, suchen nach einer interessanten Trophäe. Sei sie nun besonders kapital, besonders alt oder abnorm. Dementsprechend wird selektiv auf solche Trophäenträger gejagt und es kommen auch solche zur Strecke. Und an dieser Stelle kann man erwähnen, dass selbstverständlich auch in Polen jeder Bock für den Verzehr genutzt wird. Und dafür spielt es keine Rolle, was dieser für einen Kopfschmuck trägt. Alter, wie schnell hier. Hast du erklärt, was das für ein Bock war? Guter Bock, ne? Aber den kriegen wir. Der ist ja voll hier am Treiben. Die haben uns auch nicht spitz oder so. Wir müssen eigentlich theoretisch in so einem günstigen Punkt liegen und warten. Genau neben Strohballen. Euch zu uns, ne? Okay, ich schieße ihn, ja? Ja. Oh ja. Bist du drauf? Ja. Sobald es passt, schieße ich, ne? Ja. Kriegt der Wind. Ja. Geht aber nicht. Der muss irgendwas machen. Ja. Mep. 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 Mächtig gerade mit dem Zittern zu tun, mit dem Schuss, muss ich ehrlich sagen. Aber der hat gut gezeichnet. Der hat super gezeichnet. Ich bin mit. Der hat Schuss. Alles gut. Nee, hier mal eine rein. Kurz 5 Minuten warten, bevor wir hingehen. Aber ich bin sauber abgekommen und das ist ein Granatenbock. Das ist ein Granatenbock. Ist wirklich gut. Und auch nicht ganz jung, glaube ich. Ja, hier ist dicker Schweiß. So Leute, also ich sehe hier sofort Lungenschweiß und ihr seht das Dickicht hier. Ich werde jetzt nicht mit geladener Waffe reingehen. Ich werde die schön hier draußen lassen und mich ins Unkraut schmeißen. Zeig mal erstmal her den Lungenschweiß. Ja, du passt das halt ein paar Minuten hier ohne mich.
Hast du noch Schweiß? Ich hab ihn schon. Okay. Und? Geht ja, Daumen nach oben. Boah! Paul! Das ist ein klasse Bock. Reitmann sei. Reitmann sei. Und nicht jung. 5 Jahre. Ja. Schön. Klasse. 5 Jahre. Nur das mit dem Lungenschweiß, Paul. Das. Ja, der Einschuss ist okay. Jetzt ein bisschen weiter vorne packen können. Wildbrett schon. Klasse Bock, Paul. Weidmannsheil. Weidmannsdank. Genial. Super. Auf jeden Fall ein ganz toller Bock. Und auch schön, wie er so an der Kante auf uns zuzog und ich ihn mir dann schön angucken konnte und wie er dann spitz zu uns stand, sodass ich nicht schießen konnte und in der Minute oder wie lange es war, dann sich schön das Jagdfieber bei mir aufbaute, richtig, richtig heftig sogar, sodass ich dann im Moment, als ich dann schießen konnte, dachte so, oh mein Gott, Paul, Konzentration, reiß dich mal kurz zusammen, Luft anhalten, dong. Ja, Schuss hat gepasst, vielleicht minimal zu weit hinten, aber ja, ist 5 Meter gegangen und die Blätter sind heil. Alles all right. Zeig mal her. So sieht er hier aus, der Südostpole. Klasse. Dicke Rosen, unten zusammengewachsen. Ungefähr 25, 26 cm. Sauber vereckt. Ja. Thanks. Also ganz tief gelegte Rosen. Pink. Ne? Pink. Was ist das für eine Form? Dasbur. Dasbur. Dankeschön. Bitte. Dasbur, Freund. Danke. Alles Gute. Weidmannsheil. Weidmannsdank. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Und Darek? Ach du Scheiße. Wenn du reinfällst, ist es sogar hier. Also. Der passt. Der passt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Super. Dieser Bock hatte seinen Einstand in einem für diese Region sehr typischen Biotop. Ein großes Schilfloch mit Schwarzdornanteil, welches von kleinen Wiesen und Feldern umringt ist. Solch perfekte Biotope auf den unglaublich guten Böden sind einfach ein Garant für kapitales Rehwild. Dieser Bock erreichte übrigens auch eine Silbermedaille bei einem Gehörngewicht von 465 Gramm netto. Und auch der nächste Bock, welchen ich dann erlegte, war in dieser Klasse angesiedelt. Ja, solche Böcke sind hier einfach normal. Ja, ich bin drauf. Weg! Weg! Richtig starker Sechser tot. Meine Güte. Direkt, der war phänomenal, oder? So ist das. Ist mit deinem Bock, denke ich auch. Ja. Aber ja, einfach nur super heute Morgen. Also jetzt merkt man, die Blattzeit taut auf. Genau. Die Böcke sind einfach aktiver. Ist noch ein bisschen zu viel Getreide drauf, aber überall Raps und dann Weizen, Roggen, aber geht. Genau.
Genau. Gehen wir zum Bock? Gehen wir zum Bock. Gucken wir. Also nur gerade 6. Aber das ist Medaillenklasse. Das ist Medaillenklasse Bock. Und alt. Alt, ne? Alt. Und dieser Schwung. Alt. Guck mal hier. Genau. Der Bock hat einen ganz zerrissenen Lauscher. Ach so. Und deshalb dachte ich kurzzeitig, dass ich eine Abnormität gesehen hätte, aber das ist es nicht. Aber was für ein perfekter Sechser mit diesem Schwung in den Enden. Traumhaft. Blank poliert, tolle Farbe. Gute Rosen. Guck mal hier. Alt. Stare. 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 Klasse. Darek, da hast du Gerold wieder gut geführt. Na? Und wer ist jetzt dran? Na, jetzt du. Nee, jetzt ist Hahn und Ruh. Ach so, jetzt. Weil in Polen ist 0-0. Okay. Und ich weiß nicht. Okay. Genau. Müssen erst Test machen. Dann gucken. Okay. Dann jetzt bin ich dran. Genau. Jetzt ist Darek an der Reihe. Aber schön. Schön. Gerold nochmal. Das ist gut, Darek. Das ist gut. Das ist gut. Paul spielte damit darauf an, dass er seinen Bock vom Vortag ein klein bisschen zu lang totgetrunken hat und somit auf keinen Fall an diesem Morgen die Waffe führen konnte. Kamera führen ging allerdings. Also beendeten wir hiermit die Morgenpirsch und fotografierten den Bock noch nach TTA-Standard mit ein paar Blumen verziert, bevor es dann abends, gründlich ausgeschlafen, wieder auf die Pirsch ging, auf einen Bock, den Paul schon im Vorfeld bestätigt hatte. Ja. Boah, der ist spannend gemacht. Und der hat Sonnerosen. Sonnerosen. Solche dicke, wunderschöne Rosen. Ey, wenn du aufgeregt bist, ne, und ein paar Grashalme vor sind, wie schwierig das ist, so eine Entfernung zu messen, ne? Unfassbar. Warum warst du denn so nervös? 185 Meter. Ich war so nervös. Weil der Bock hat eine ganz interessante Geschichte. Und zwar vor 2 Tagen hätte ich diesen Bock ganz bequem auf 50, 60, 70 Meter schießen können und habe es aber nicht getan, weil ich kein gutes Gefühl dabei hatte. Und heute waren wir so am Jagen und ich dachte so, Mensch Paul, nee, den Bock, den du da hast laufen lassen, den willst du eigentlich doch schießen. Und ja,
Deswegen haben wir ihn heute Abend wieder gesucht und ich war richtig heiß drauf, ihn zu erlegen und ich hab ihn. Bisschen weit gelaufen, oder? Weißt du, wo ich meine Böcke schieße? Das ist das, was ich wollte. Das sind Rosen. Guck es dir an. Das sind Rosen. Oh ja. Unglaubliche Rosen. Und steinalt. Richtig steinalt. Oh Gott sei Dank habe ich mich nochmal dazu durchgerungen. Also, es ist eigentlich eine wirklich schöne Geschichte, weil ich freue mich gerade unfassbar über diesen Bock. Und ich hätte ihn schon erlegen können, aber ich weiß, hätte ich ihn da erlegt, wäre die Freude nicht so gewesen. Weil ich einfach zu dem Zeitpunkt einen Bock geschossen hatte an dem, ja, 20 Minuten vorher sozusagen. Und er ließ mir trotzdem keine Ruhe. Und jetzt habe ich ihn und bin einfach nur glücklich. Also ich habe noch nicht viele Böcke gesehen mit derart toll ausgeprägten herunterfließenden Dachrosen, die einen richtigen Helm bilden. Und gerade schau mal hier. Oh. Ganz abgeschliffene Schneidezähne und ganz glatte Zähne. Also der ist 6 plus. Der ist 7, 8 Jahre alt, ja. Danke, Rehbock. Danke. Das Tarek da hinten stehen geblieben ist. Da bin ich wirklich glücklich. Du hast eine Mücke im Gesicht. Hier, schnell. Oh, Alter, ist das ein dickes Ding und voll. Aber kann auch ein bisschen Blut vom Bock gewesen sein. Nee. Alles von mir selber. Das ist eklig. Alles von mir selber. Habe ich das Ding erwischt? Das ist voll Blut, Alter. Das macht nichts. Das macht nichts. Es gibt hier keine Malaria. So. Feierabend für heute Abend, oder? Feierabend, ja. Jetzt müssen wir noch Darek irgendwie eher holen, damit wir mit der Bruchübergabe vernünftig vonstatten geht. So, ich hatte ja schon erwähnt, dass es mich wundert, wo Darek geblieben ist. Der stand ja eigentlich hinter uns, hat uns gefilmt, aber der ist nun schon mal losgegangen und hat unseren Jagdführer Mirek und das Auto geholt, damit wir den gleich nicht so weit ziehen müssen, den Bock. Na, jetzt bist du glücklich. Da lag der, ne? Auf der Strohball hier. Das Buhr. Ja, Leute. Das Buhr. Weidmannsheim. Sag direkt. Ich freue mich. Das war mein Abend. Das war dein Abend. Der Fahrer. Das Bock. Ja. So muss er aussehen, oder? Ja. Also, wunderschöne die Rosen, also so flach, ne? Mir geht nicht. Genau sowas wollte ich. Und der ist so richtig alt. Ja. Gerold, was sagst du dazu? Monatelang wird mich härtester Jagdneid plagen. Ein Rehbock mit einem derart ausgeprägten Rosenhelm ist wirklich etwas Besonderes. Um so etwas zu schieben, muss ein Rehbock das dafür notwendige Alter von 7 oder 8 Jahren erreichen. Und wenn dieser dann auch noch so kapital ist, dass er in der Medaillenklasse landet, kann man das durchaus so kommentieren. Wie Mirek. Fantastisch. Ja, fantastisch. Nach dieser Jagdwoche in Südostpolen sind wir uns sicher, ein Rehwildparadies entdeckt zu haben. Jeder von uns beiden konnte in dieser Zeit 4 Rehböcke erleben, wovon wir euch 2 bis jetzt noch nicht gezeigt haben. Die Jagd auf diese beiden ganz besonderen Trophäenträger seht ihr bald auf Hunt on Demand.